Guten Abend zusammen. Eine tapfere Düsseldorfer EG verliert gegen Iserlohn Rudolstadt mit 3:4 vor 3.684 Zuschauern. Andere Spiele gab es heute nicht. Zu meiner Linken Gästetrainer Jari Pasan, zu meiner Rechten Christian Brittig, der Gästetrainer. Hallo zusammen. Ja, war ein sehr zerfahrenes Spiel. Wir haben sehr gut angefangen, 1:0 geführt und es sah so aus, dass wir heute Abend ein sehr gutes Spiel machen. Dann kamen die Strafzeiten und das Spiel hat ein wenig gekippt. Christian seine Mannschaft hat sehr, sehr gefährliches Überzahlspiel heute aufgezogen. Und das hat sicherlich von uns Kraft gekostet. Im zweiten Drittel waren wir teilweise total am Schwimmen. Gott sei Dank haben wir das überlebt. Hat ja nicht ganz so schlimm ausgesehen, wie es hätte sein können. Und dann im letzten Drittel haben wir uns wieder gesammelt und da haben sehr gutes Eishockey gespielt. Und ob es jetzt verdient war oder nicht, das kann jeder für sich entscheiden. Aber die Jungs haben richtigen Willen gezeigt und ein bisschen Glück gehört auch dazu. Und so haben wir das Spiel gewonnen. Dankeschön. Vielen Dank. Christian Brittig. Ja, ich denke auch, dass das Powerplay überraschend gut war mit den Ausfällen. Musste man komplett nochmal umstellen. Dani Kreuzer war, denke ich, im Powerplay heute bombenstark, war sehr, sehr gefährlich. Die Jungs haben das richtig gut gemacht. Im zweiten Drittel, die letzten 10 Minuten, da hätten wir das Spiel entscheiden können mit den Chancen, die wir uns da herausgespielt und gearbeitet haben. Schade, dass wir da das vierte Tor nicht geschossen haben. Das hätte für uns, nachdem das der Ebner dann ausgefallen ist, hätte uns natürlich ein bisschen mehr Luft gegeben. Und zum Schluss war es natürlich dann mit 2 Sturmreihen und 4 Verteidigern eine brutale Schlacht. Die Jungs haben alles gegeben. Bis zum Schluss, wenn der noch reingeht vom Drew, wo wir Torwart rausgenommen hätten, ich denke, dann hätten wir uns einen Punkt oder 2 verdient. Aber momentan ist es nicht so. Die Sorgen gehen weiter mit Ebner, mit Neugebauer, die jetzt ausfallen. Aber trotzdem Kompliment an die Jungs. Mit dem Kader gegen Iserlohn fast zu bestehen. Also von meiner Seite absolutes Respekt. Danke. Gibt es Fragen bei der Trainer? Das ist nicht der Fall, dann sehen wir uns hier wieder am Sonntag, Freitag nach Hamburg, Sonntag gegen Straubing und den Gästen eine gute Heimfahrt. Danke, schönen Abend noch. Tschüss.